herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video zum Thema Samba Jazz auf dem Klavier. Und heute werde ich euch zeigen den Klassiker der brasilianischen Musik, die Bossa Nova, und wie man einen Bossa Nova-Rhythmus authentisch brasilianisch auf dem Klavier spielt. Das werde ich euch zeigen. In dieser Folge von Tutorials habe ich bereits gezeigt, wie man Samba auf dem Klavier spielt, wie der Samba-Rhythmus funktioniert, wie die Clave ist. Bachi do Alto, ein Verwandter des Samba. Und heute geht es um Bossa Nova. Aber schaut euch die anderen Videos auch an. Da sind viele wertvolle Tipps drin. Besucht meinen Instagram-Account Samba Jazz Piano und die Facebook-Seite mit demselben Namen Samba Jazz Piano. Und es gibt jetzt auch einen YouTube-Kanal mit zu diesem neuen Projekt. Dort findet ihr die Tutorials und jeden Samstag auch ein Live-Workshop mit Solo-Arrangements zu bestimmten Songs aus dem Repertoire der brasilianischen Musik, also sozusagen Standards der brasilianischen Musik. Heute geht es um Bossa Nova und ich werde euch gleich mal zeigen, wie diese Clave der Bossa Nova funktioniert. In der brasilianischen Musik spricht man immer von Claven, also das sind rhythmische Sequenzen, die sich immer wiederholen und was die Basis praktisch der gesamten brasilianischen Musik bildet. Ich werde gleich mal ein Metronom dazu machen, 60 BPM. Und wir schauen uns einmal das Beispiel an. In diesem Fall der Bossa Nova werde ich jetzt alles im Viervierteltakt oder im Zweihalbetakt notieren. Das ist relativ üblich auch bei der Bossa Nova, weil dieser Musikstil vielleicht der am meisten beeinflusste durch den Jazz ist. Und wenn ihr Real Book Lead Sheets anschaut, wird das alles auf dieselbe Art und Weise notiert sein. Also viele Sachen von Antonio Carlos Jobim zum Beispiel im Viervierteltakt. Was dem zugrunde liegt, ist aber auch der Samba-Rhythmus, nur eben sehr vereinfacht und auf eine eintaktige Klave reduziert. Das wird es uns ein bisschen erleichtern. Im Beispiel habe ich jetzt mal eine viertaktige Akkordfolge, zwei Akkorde, D-Moll 9 und A-Moll 11. Hier rausgesucht. Hier ist der Bass. Und das Metronom markiert die Halben. Also wir bleiben bei den Zählzeiten 1 und 2. Die linke Hand spielt immer die Zählzeiten im Bass. Ne? Markiert hier zusammen mit dem Metronom. Und die rechte Hand spielt eine Klave, geht so. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das spielen wir jetzt mal zusammen. 1, 2, 1, 2. Das ist das Basis-Pattern des Bossa Nova-Rhythmus. Und jetzt können wir das noch ein bisschen variieren. Eine rhythmische Variante und sehr beliebte ist den ersten Schlag der Klave, ne, der auf die erste Zählzeit fällt, eine Achtelnote vorzuziehen. Ja? Das sieht dann folgendermaßen aus, hier mit dem Metronom. 1, 2, 1, 2. Eine weitere Variante, die im Bass hier gespielt wird, ist, dass die zweite halbe Note, sozusagen der zweite Schlag, mit einem Achtelauftakt gespielt wird. Ja? Also das klingt dann so. 1, 2, 1, 2. Oder über die Quinte. Thank you.
Jetzt kann ich diese zweite Variante des Rhythmus und den Bass auch noch zusammennehmen. Und so weiter. Das sind die rhythmischen Variationen. Wir schauen das Ganze und trainieren das Ganze jetzt mal an zwei Beispielen. Das erste Beispiel ist eine Aufnahme, eine Komposition von dem großen Antonio Carlos Jobim des Albums Tide, der heißt Remember. Ich spiele es mal kurz an. Das ist der erste Teil und die Akkorde. Die sind folgende, ich habe die hier mal transkribiert. Wir schauen uns einmal kurz die Voicings an, ohne den Rhythmus. Also E-Moll 9, D13 Sus, D13 B9. Und auf dieses Akkordschema wenden wir jetzt einfach genau diese erste einfache Bossa Nova Klave an. Ja? Mal nochmal in diesem langsamen Tempo. 1, 2, 1, 2. Kann ich eben noch diese Vorzieher spielen, ne? Immer den ersten Akkord im neuen Takt eine Achtelnote vorgezogen. Das klingt dann folgendermaßen. Beispiel Nummer 2. Der Song heißt Quero Você. Bei diesem Song hört man jetzt noch viel deutlicher diese Klave, ist auch ein bisschen langsameres Tempo. Dieser Song ist übrigens aus einem Film, den ich sehr empfehlen kann, der heißt Os Desafinados. Dürfte es mit englischen Untertiteln auf jeden Fall geben. Ein sehr interessanter Film, bei dem es um eine Geschichte der Bossa Nova Musiker geht. Mit einem sehr tollen Soundtrack, lohnt sich auf jeden Fall. Wir schauen uns einmal hier die Akkordsequenz an. C-Moll 7. S-Moll 6, B-Major 7, Des vermindert, E halb vermindert, E-Moll 6, C-Moll 7, F7, B9, B-Major 7. Und jetzt wenden wir einfach das gleiche. Den gleichen Rhythmus hier auch nochmal an. 1, 2, 1, 2. Mit dem Vorzieher. Mit diesem Bass-Auftakt auf die zweite Note in jedem Takt. Ja. 1, 2,
Abschluss wollen wir jetzt nochmal dieses Beispiel mit einem Schlagzeug-Playback trainieren. Das werde ich euch zur Verfügung stellen über den Link in der Beschreibung dieses Videos und dann kommt ihr direkt zu meinem SoundCloud-Account, wo dieses Beispiel, Schlagzeugbeispiel zu finden ist. 1, 2, 3, 4. Das war's für heute mit dem Rhythmusbeispiel Bossa Nova. Viel Spaß beim Trainieren dieses Rhythmus. Es gibt eine Unmenge an Songs, die sich damit begleiten lassen. Allen voran die Komposition von Antonio Carlos Jobim, die sich im Reelbook befinden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir euren Like, schreibt mir eure Kommentare dazu, was euch gefallen hat, was eure Fragen sind. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial.